Ja, ich komme später wieder. Rastvorräte, die wir nicht gebrauchen können. Was ist hier drin? Zwei Frauen. Schwere Leder am Schien, exquisit. Und die verstecken hier einen Eisenbarren, okay. Eine Frau mit heiterem Gesicht grüßt dich, als du dir kommst. Willkommen in Lithians Kreuzung, Wanderer. Ich heiße Fedea. Und das ist meine wunderschöne Frau, Daya. Oh. Das ist also ein homosexuelles Pärchen. Sie deutet auf die blonde Frau mit dem steinernen Miene, die neben ihr steht und nur kurz die Hand zum Gruß hebt. Was führt dich in unsere Stadt? Kann ich dir irgendwie helfen? Was kannst du mir über die Kreuzung erzählen? Ich habe den großen Teil meines Lebens hier verbracht, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es darüber viel zu sagen gibt. Sie denkt nach. Wir sind ein Handelszentrum und eine Zwischenstation für Reisende. Die Mauern sind ein bisschen gruselig, aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich an sie. Sie blickt zu Daya. Was ist mit dir, Schatz? Daya zuckt mit den Schultern, ihre Miene verändert sich keinen Deut. Was gibt es zu sagen? Die Stadt ist in Ordnung, aber unter dem Joch einer Besatzungsmacht zu leben, macht es schwer, sich wirklich zu entspannen. Von daher legt ihre Hand auf Dayas Schulter und Daya seufzt. Es tut mir leid, dass wir dir nicht mehr helfen können. Fedea zuckt verlegen mit den Schultern. Du hast nicht immer hier gelebt? Mehrere Jahre vor Kyros' Invasion zog ich aus Lithians Kreuzung weg. Die Enkelin Lithians zu sein war mit einer Verantwortung verbunden, für die ich nicht bereit war. In der Bastardstadt lernte ich Daya kennen und beschloss, für eine Weile zu bleiben. Wir lebten in der Bastardstadt, als wir hören, dass Kyros' Turm in die Stufen zogen. Also nahmen wir das als Motivation umzuziehen. Sie lacht und ich glaube, wir haben es gerade noch rechtzeitig hinausgeschafft. Wir sind eine Weile lang mit einer Karawane gereist, aber nichts fühlte sich wie ein Zuhause an, bis ich nach Lithians Kreuzung zurückkehrte. Man weiß nie, wie sehr man einen Ort vermissen kann, bis man mal eine Zeit lang weg war. Sie legt die Arme um Daya und drückt sie. Aber ich kann überall leben, solange sie bei mir ist. Es stimmt, dass die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, aber das ist gewiss nur vorübergehend. Die Händler versprechen einem hoch und heilig, dass ihre Lieferanten nicht beeinträchtigt sind, aber jeder kann es spüren. Ich habe Vertrauen darauf, dass die Welt sich bald wieder erholt. Die Leute nennen mich eine Närrin, aber ich sehe keinen Sinn darin, über mein Schicksal zu jammern. Man nimmt, was das Leben einem gibt, und man macht das Beste daraus. Du bist Lithians Enkelin? Vermutlich nur eine von vielen, aber die einzige, die jeder kennt. Und bevor du fragst, nein, Eldian ist nicht mein Vater. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber meine Großmutter war nicht gerade der Typ von Frau, die sich gerne niederlässt. Ja, das haben wir schon gehört, dass sie gerne herumgezogen ist und bis sie das hier entdeckt hat. Wie stehst du zu den Geschmähten? Ich habe kein Problem mit ihnen. Ihre Ausgangssperre mag ein wenig strikt erscheinen und es ist nicht leicht, sich alle ihre Regeln und Vorschriften zu merken. Ansonsten lassen sie uns in Ruhe unser Leben leben. Alles ist besser, als die Bruderschaft zu haben, ruft Deja. Gib mir 100 Regeln für jedes Mitglied der Bruderschaft, das aus dieser Stadt vertrieben wird. Jetzt übertreibt sie ein bisschen. Aber ja, die... Ach, sie redet von der bronzenen Bruderschaft, nicht vom scharlachroten Chor. Vielen Dank für deine Zeit. Jederzeit, Reisender, sagt Feierfröhlich. Wenn du sonst noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Arnett. Was ist mit ihr? Hallo, Reisender. Sie hat nicht viel zu sagen. Gut, das war das Haus. Ich will erstmal die Gesamtsituation von Lithians Kreuzung sehen, bevor ich mich mit dem Vorsitzenden der Aufseher der Geschmähten unterhalte. Was der aus meiner Kreuzung hier veranstaltet. Immerhin war ich mal hier der...
Was, Kanzler? Nein, Kanzler war, glaube ich, übertrieben. Auf jeden Fall hatte ich mal die Verantwortung über die Kreuzung. Found something. Du hast sicherlich auch nichts Sonderliches zu sagen. Ein paar Ressourcen. Du wahrscheinlich auch nicht. Ich bin im Dienst, sprich mit jemand anderem. Halbmondläuferin, die sind beim Trainieren. Eidgebundener. Und ein Steinschild. Der pennt hier. Ich kann dir leider nicht helfen, Schicksalsbinder. Beschädigtes Heft. Die Klinge dieses Schwertes ist zwar zerbrochen, doch die Handwerkskunst des Heft, die das Heft aufweist, ist beeindruckend. Ein Meisterschmied im Turm der Schmiede weiß vielleicht mehr über diesen Gegenstand. Jo. Erdhexen. I'm out of practice, but I'll try. Oh, das hat das Barrick geöffnet. Auch gut. Das ist mal ein kleines Schweinchen im Vergleich zum Hund. Siedler, Siedler, bist du ein Händler? Händlerin, ja. Möchtest du mal meine Waren anschauen? Ja. Einen schönen Tag, Freund. Darf ich dich für meine Waren interessieren? Ich habe alle möglichen Waren, von denen ich weiß, dass du sie brauchst. Dann zeig mal. Sie klopft sich mit der Hand auf ihren Ringgürtel. Mal sehen, ob wir was finden, was dir gefällt. Wow, sie hat viel Lilanes. Auch schwere Lederrüstung und so. Ah, wir haben hier schon den Wams des Adligen. Allerdings könnte ich mal nichts einwenden gegen eine bessere Lederrüstung. Oder wenigstens mal einen besseren Helm. Gürtel. Plus 10 Athletik. Nö. Ich könnte mir einen leichten Lederhelm kaufen und den einfach in meiner Schmiede verstärken. Genauso wie ich mir eine schwere Lederrüstung kaufen könnte. Aber ich wollte ja eh irgendwann mal auf Metall umsteigen. Naja, der Heiltrank könnte übrigens auch mal weg. Also nee, im Augenblick nichts Interessantes. Was war eigentlich hier drüben noch zum Plündern? Ach, ein bisschen Metall und so. Sirins Heiligtum. Geil. So, da ist Viantra. Und Sirins Heiligtum sieht aus, wie die einzige Sache, die wir unten haben. Siedler. Wenn du auf sowas schießt, würde ich zuerst zu Lithians Mätresse gehen. Gucken wir mal, ob Sirin zu Hause ist. Da ist sie ja tatsächlich. Edian ist unser wahrer Anführer. Sprich mit ihm, wenn du etwas brauchst. Gucken wir erst bei das Fass. Bist du wirklich die echte Sirin?
Sirene steht hier, umgeben von einer Gruppe von Dorfbewohnern. Sie spricht in sanften, süßlichen Tönen mit ihnen und hypnotisiert sie mit ihren Handbewegungen. Ihre Kopfbedeckung funkelt, während sie spricht, und du kannst nicht sagen, ob es nur am einfallenden Licht liegt oder ob der Edelstein von selbst leuchtet. Sie ist völlig auf ihre Rede konzentriert und scheint deine Ankunft überhaupt nicht wahrgenommen zu haben. Schließlich hält sie hin und öffnet die Augen. Well, look who's here. And what brings you to Lethian's Crossing? Can't imagine it's the scenery or the quaint locals. Have you come to spoil my fun? Sieh an, wer da ist. Und was führt dich nach Lethians Kreuzung? Wo kommen die schöne Landschaft oder die freundliche Einheimischen? Bist du gekommen, um mir den Spaß zu verderben? Sie runzelt ein wenig die Stirn, vorübergehend den Gedanken verloren. Tunon probably insisted you find me, didn't he? Because we can't let Siren have any fun, can we? Let's control her. Let's tell her what she can and can't do. Let's use her to destroy nations. Tunon hat dir wahrscheinlich aufgetragen, mich zu finden, nicht wahr? Wir können ja schließlich nicht zulassen, dass Siren sich ein wenig amüsiert. Kontrollieren wir sie, sagen wir ihr, was sie tun darf und was nicht. Missbrauchen wir sie dazu, Nationen zu zerstören. Während sie spricht, wird die Menge um sie herum unruhig und die Luft im Raum wird schwer und warm. Plötzlich lächelt Siren. But enough of that talk. What do you think of my followers? Aber genug davon. Was hältst du von meinem Gefolge? Sie deutet auf die Gruppe, die vor ihren Füßen versammelt ist. Während sie spricht, spürst du, wie eine friedliche Ruhe über dich kommt. Die Menge beruhigt sich und du kannst leichter atmen. Sehr schön, solange du es nicht außer Kontrolle geraten lässt. Siren, hatten wir dieses Problem nicht bereits? Du solltest das nicht tun, Siren. Die Leute lieben dich nicht wirklich. Du manipulierst sie. Ich komme später wieder. Gut, ich bin hier, wenn du mich brauchst. I'll be here if you need me. There are worse situations to be in. Ich bin mir unsicher, was ich hier genau erreichen möchte. Fatebinder, you'd like to speak again? I'm a little busy with my followers. Ich wollte nämlich wirklich das hier mal nehmen. Don't worry, Fatebinder. I'm just practicing. Besides, are you going to disband this group too? Why did that was a joke? Ich lade noch mal von vorne rein im Heiligtum und nehme mal das erste. Weil das wollte ich jetzt einfach nur sehen, ob ich damit richtig liege, dass es schlechte Auswirkungen auf Siren hat. Und ich glaube nicht, dass ich es mir mit einer Archontin verscherzen möchte. Auch wenn ich ja selber indirekt schon zum Archont der Türme befördert wurde. Gut, den Text können wir über... Well, Tunon, but enough of that talk. What do you think of my followers? Sehr schön, solange das nicht aus der Kontrolle geraten ist. Oh, stop that, Fatebinder. It's not like I'm hurting anyone. Well, at least not yet. Ach, hör schon auf, Schicksalsbinder. Ich tue doch niemandem weh, jedenfalls noch nicht. Sie lacht und die Stimmung im Raum hebt sich. Du lächelst ohne überhaupt zu bemerken, dass du das wolltest. Genug davon, Siren. Ich will, dass du dich mir anschließt. Jemand mit deiner Macht braucht Hilfe, dabei sie in die richtigen Bahnen zu lenken. Lass diese emotionale Manipulation sofort. Du kommst mit mir mit, damit ich dich im Auge behalten kann. Versuchen wir mal das Erste. Why on earth would you want that? I can't imagine you're doing it out of the goodness of your heart. Oh, Tunon must have had a hand in this. Or Narat. Maybe I'd rather stay here, where people won't insist on ordering me around all the time. Warum also in der Welt solltest du das wollen? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du es aus reiner Herzensgüte tust. Oh, Tunon steckt dahinter, oder? Oder Narat. Vielleicht bleibe ich lieber hier, wo die Leute nicht andauernd versuchen, mich herumzukommandieren. Although, you did activate one of the spires, so your power is something I could learn from, and... You are right. It's certainly not going to make any significant advances staying here with a bunch of nobodies worshipping me. Allerdings hast du einen der Türme aktiviert. Ich kann also von deiner Macht lernen und du hast recht. Ich werde gewiss keine großen Fortschritte machen, indem ich hier bleibe und mich von einem Haufen von niemandem anbeten lasse. Watching you in action could give me the edge I need to unlock a spire of my own. Fine.
I will allow you the glorious gift of my presence in your party. Dich in Aktion zu sehen, könnte mir den Vorteil verschaffen, den ich brauche, um selbst einen Turm zu beanspruchen. Gut, ich gewähre dir das glorreiche Geschenk meiner Anwesenheit in deiner Gruppe. Dann komm mit. Well then, let's go. If you're gonna teach me the wonders of the world, it's not gonna happen here. Na, dann gehen wir. Wenn du mir die Wunder der Welt zeigen willst, dann gewiss nicht hier.